Moin Moin, ihr Schnüffler, was geht? Da bin ich auch mal wieder mit einer kleinen Runde Diablo 3. Ja, wen haben wir denn diesmal dabei? Den Schuft und die Galilea. Ja, und welche Mission haben wir heute? Begebt euch zum überfluteten Tempel. Ja, wenn er unter Wasser ist, wie sollen wir uns da gehen? Was die Folianten über Alaric und seinen Tempel sagen, ist nicht gerade ermutigend. Lea, wo rennst du hin? Mensch, ich will mich doch erst umgucken. Na, ja, gibt nicht viel zum Umgucken. Nee. Schade. Bei anderen Spielen klappt das, wenn man so was anwendet. Lass man. Hier liegen ein paar Leichen. Ihr müsst Alaric der Wächter sein. Onkel Deckard hat mir von eurer ewigen Wache über diesen verfluchten Ort erzählt. Ich dachte, es wäre nur eine Legende gewesen. Seid ihr Nephalem? Nein, es gibt seit einem Jahrtausend keine Nephalem mehr. Ha, also eine weitere Legende. Ihr wollt diesen Tempel betreten, was nur den Nephalem gestattet ist. Wenn ihr die Schlüssel aus ihren Ruhestätten in der Nähe holen und sie zur Öffnung der Tore verwenden könnt, dann werden wir sehen, wer und was ihr wirklich seid. Folgt mir. Ich hebe die Brücke an, damit ihr sie überqueren könnt. Sucht zwei Gräber in diesen Wäldern. Die Ruhestätte des Kriegers und die Krypta der Urahnen. In ihnen findet ihr die Schlüssel zu unserem heiligen Tempel. Jo, dann machen wir das doch mal. Nach. Sprichst mir schon so komisch, nimm mal weniger Druck, Kollege. Kommt nicht gut. Was? Ihr schafft euch das Fanal der Ehre und der Ruhestätte des Kriegers. Schafft euch das Fanal des Lichts aus der Krypta der Uralten. Haben wir ja ein bisschen mal zu tun für diesen Part. Boah. Wir fallen diese Wälder nicht. Müssen wir uns wirklich da durchkämpfen? Nee, ich hab da auch nicht wirklich Lust drauf, Schuft, aber... Wir müssen. Du verarschst deine Frau also. Ja. Oh, Spiel, was ist denn los mit dir? Nein. Neues Wissen. Ghule sind stärker als die meisten lebenden Toten. Doch sie erwerben ihre Widerstandskraft durch grauenvolle Methoden. Onkel Deckard nannte diese Flugwesen den geflügelten Tod. Ja, wenn Onkel Deckard die schon hat, dann... Nicht genug Hass. Das sind jetzt 14. Die sind nicht mehr auf die Insel gekommen. Weiß ich gerade selber nicht. Aber ja, man hat es schon gemerkt. Ich wollte meinen Winter ausleeren. Aber egal. Ich bin heute ein bisschen sehr gut drauf. Das kommt doch daher. Ich habe mir auch heute Mittag ein neues Handy geholt. Wen es interessiert, ich wollte nicht viel Geld ausgeben, also habe ich mir das Vico Robbie geholt. Ja, okay, also bei 6.0 und 8 Megapixel Hinterkamera, 5 Megapixel vorne. Naja. Könnte besser sein, aber was will man für 120 Euro verlangen, Leute? Wem es interessiert, was für genau das Ding alle für System Power System. Ihr wisst was. Wer so ein System hat, das ist ja nochmal Google anklären. Weil so schwer ist Google nicht zu verstehen. Und wer Google nicht versteht, Google geht so. Ihr öffnet euer Browser, www.google.de, da gibt es eine riesen Leiste, da gibt es ein Google-Form. So einfach geht Google. Was vermisst ihr? Es ist eine solch offene und wunderschöne Stadt. Sie lebt vom Handel und neuen Ideen. Es gab immer neue und aufregende Dinge zu sehen oder zu hören.
Ja, es gibt halt manche Leute, die Google einfach nicht verstehen, wie Googlebook funktioniert. Und deswegen war es so eine kleine Kurzanleitung. Ah, da haben wir schon das erste. Sterb doch einfach. Ruhestätte des Kriegers. Welchen finden wir hier? Welches Fanal? Alaric sagt, dass unser Volk die bevorstehende Schlacht überleben kann. Aber ich habe die Wahrheit in seinen Augen ablesen können. Warum hat er mir aufgetragen, das Fanal der Ehre zu bewachen? Ich warte immer. Diese schlürfenden Ungeheuer schlachten dort oben meine Leute ab. Und ich kann nichts tun, um es zu verhindern. Tja. Dann ist das nur. Mal der Ehre. Ja, das wird erst. Okay, was ist da jetzt passiert? Egal. Na los, raus mit dir. So, suchen wir weiter. Müsste andere Ursprünge. Ah. Ich mal einen Weg. Wegpunkte sind immer schön. Das war nur ein Vorgeschmack. Dann holen wir sie uns alle. Der schönen Armbrust. Ja, stimmt. Warte mal, Schuft. Ich habe unsere Reisen geliebt. Du kannst sie doch aufhören, oder nicht? Doch nun hat sich ein Schatten auf sie gelegt. Ja, so war es damals. Ja, Christ. Ja, Alter, 11,6. Hättest du wohl gehen, wa? Doch schon das nächste gefunden. Guckt da der Flur aus. Erstaunlich. Es erinnert mich an meine Kindheit, als ich mich nach verlorenen Artefakten suche. Welche Erleichterung, dass wir mittlerweile. Wie sieht der Bogen geil aus? Finsternis erwartet euch. Ich habe nicht genug Platz. Oh mein Ring. Ich brauche mehr Hass, um das zu tun. Neuer Ring. Benötigt Stufe 15. Legendär. Geschick, ne, sofort genommen, 26 wird. Kritische Treffer um 2%, Chance bei Treffern, vielleicht 10% vielleicht. Ja, den nehmen wir doch sofort, Kollege. Noch ein was Legendäres. Wir kommen ja wohl bald zu einer legendären Rüstung. Was war das hier? Meine Internetverbindung schmiert mir wieder ab. Wir fahren gar nicht hoch.
So, hier hätten wir das nächste Fanal, was wir auch brauchen. Ich kann das haben, wenn wir es nicht mehr brauchen, oder? Was für Podest? Ja, das war mein neues Handy jetzt. Oh, was für Podeste. Oder auch nicht. Hm, wer will denn jetzt bitte von mir? Okay, alles in Ordnung. Ja, man hört sie nebenbei meine Energiesucht. Meine kleine. Wenn das hier vorbei ist, könnte ich irgendwo ein eigenes kleines Gasthaus eröffnen. Wenn ich überlebe. Ach ja, du willst so viel. Leben zurückfinden. Nun, solltet ihr vorher darfst du vor uns erstmal für uns, vor uns auf Knie gehen. Dann wollen wir erstmal so viel. Vielleicht könnte ich euch einfach besuchen. Okay, wir müssen auf jeden Fall. Immer noch drauf. Ach, da unten die beiden Podeste. Okay, okay, I verstehe. Ja, dann ist aber auch bald der Part schon vorbei wieder. Ja, die Zeit geht immer so schnell rum. Aber ich habe meist nur für ein, zwei Parts am Tag Zeit. Das ist das Problem. Ich habe halt Nachtschicht, ich muss halt den halben Tag pennen. Ja, aber das müssen, aber das wäre schon vom Vorteil. Das sage ich euch, das wäre schon vom Vorteil. So, Podest Nummer 1. Ja. Danke. Sorry für den kleinen Cut gerade. Ich wurde wieder unterbrochen. Oh, die Quest haben wir fertig. Wo geht's da hin? Zum überfluteten Tempel. Alter. Ja, Leute, wie es weitergeht, was wir im nächsten Part machen, sehen wir schon. Der überflutete Tempel. Der überflutete Tempel. Also, Leute, würde ich mal sagen, wieder schauen, reingehauen. Beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Diablo 3, wieder einschalten. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.